Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Einfach-Koi-Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um den großen Koi-Futter-Test 2018. Ja, und wie euch der Titel verraten hat, ja, geht es diesmal einmal um euch. Ja, also nicht um meine Futtertests oder welche Futter ich so fütter, sondern ich möchte von euch nach Anschauen des Videos ganz, ganz fleißige Einträge unten in den Kommentaren finden dieses Videos, wo ihr mir sagt, was euer Lieblingsfutter ist, was ihr so füttert, wie eure Erfahrung damit ist. Ich würde mich natürlich auch gerne über eine Videoantwort freuen. Die verlinkt ihr mir einfach unten in die Kommentare und dann schaue ich mir das Ganze gerne mal an. Also bleibt einfach dran und schaut euch das Ganze oder meinen Aufruf hier mal an. Ja, ein kräftiges Hallo an euch alle. Ich begrüße euch auf dem Einfach-Koi-Kanal. Ja, in diesem Video soll es einmal nicht um meine Futtertests gehen, sondern ich möchte von euch wissen, was sind eure Lieblingsfutter, mit welchen Sachen habt ihr ganz gute Erfahrungen gemacht, was lässt sich vielleicht auch preislich für jeden irgendwo stemmen. Ich möchte natürlich nicht nur wissen, wo ihr gute Erfahrungen mitgemacht habt, ich möchte natürlich auch gerne sehen oder hören, von was ihr im Speziellen direkt abraten würdet oder mit welchen Sachen ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt. Ich hätte gern hier unten unter dem Video für jeden zum Nachlesen ein kleines Who is Who der besten Koi-Futtermittel in euren Augen. So können wir auch gleich mal sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweise bei dem Füttern eurer Fische so ist. Und ja, wer das Ganze natürlich eben auch per Videoantwort betreiben möchte, also mir ein kleines Video schicken möchte, in dem er kurz erklärt, welche Futter er füttert oder wie schlecht oder gut seine Erfahrungen mit dem einen oder anderen Produkt sind, das würde mich natürlich brennend interessieren. Ich würde natürlich auch interessieren, warum ihr das ein oder andere Futter wirklich für ein gutes Futter haltet. Ja, das sind so die Kernsachen, die ich einmal in dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Umfrage, von euch erfragen möchte. Und ja, wer mir natürlich auch noch mitteilen möchte, wo er sein Futter einfach, unkompliziert und schnell bezieht und immer mit einer guten Qualität, der kann das natürlich auch gerne in die Kommentare dieses Videos hier unten reinschreiben. Ich würde mir die ganzen Sachen eben gerne anschauen. Vielleicht habe ich ja auch das ein oder andere, was der Markt hergibt, so noch gar nicht auf meinem Schirm. Mehrere Augen und Ohren sehen immer etwas besser. Ja, bitte entscheidet aber bitte auch, wie gut ihr jetzt, naja, wie soll ich sagen, das Futter wirklich kennt. Also ihr füttert das jetzt ein halbes Jahr und noch gibt es erstmal keine Managementprobleme und offensichtlich noch keine, ja, ich sag mal, Ernährungsprobleme bei euren Fischen. Das ist ja alles schön und gut, aber mich interessieren eben die langfristigen Erfahrungen. Mich interessieren die Erfahrungen, die ihr habt mit verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt mal auch Größen oder Altersphasen eurer Fische. Ja? Mich würde auch interessieren, wie es um diese jahreszeitliche Geschichte bei euch geht. Also welche Futter oder welche Eigenschaften vom Futter füttert ihr denn zu welchen Jahreszeiten? Das sind so die Kernsachen und ja, ich erkläre gleich noch mal kurz, was mich hier dazu bewegt. Ja, warum habe ich mich entschlossen, diesen Aufruf in dieser Form noch mal zu starten? Also ja, klar kann ich nur
die Tests so durchführen, wie ich das bisher gemacht habe. Also mit identischen Becken, der identischen Menge an Fisch und unter den möglichst gleichbleibendsten Bedingungen, die eben dann eben gehen. Nun ist es aber so, dass es da vielleicht eben schwierig ist, gewisse Grenzbereiche direkt zu erforschen. Also mich würde interessieren, welche Inhaltsstoffe in eurem Keufutter haben bei euch denn vielleicht gar nicht gepasst? Also wo habt ihr richtige Probleme bekommen im Teichmanagement oder mit eurer Wasserqualität? Ja, oder mit welchen Inhaltsstoffen seid ihr denn recht gut gefahren? Ja? Oder ab welchen Eiweißkonzentrationen habt ihr denn Probleme bekommen? Ja, auch würde mich interessieren, wie denn die Eiweißzusammensetzung von eurem Lieblingsfutter ist. Also woher stammt denn das Eiweiß, was in diesem Fischfutter zum Einsatz kommt? Ich habe mit Leuten diskutiert, die mir Futter anbieten wollten oder vorgeschlagen haben, was halt frei von Fischmehl sein soll. Ja, an anderer Stelle kommt dann eben raus, okay, es ist Grill und solche Geschichten. Das Grillmehl kommt aber dann, so wie ich das dann recherchiert hatte, nicht aus irgendeiner Nachzuchtgeschichte und ist sozusagen nachhaltig, sondern also erst fängt man dann die Fische, um daraus Fischmehl zu machen, und dann fängt man dann noch die Nahrungsgrundlage für die noch bestehenden Fische weg. Das ist natürlich dann irgendwie auch kontraproduktiv, und ich denke, man sollte dann vielleicht auch sich solche Sachen nicht unbedingt als positiv auf die Fahne schreiben. Oft wäre das ein oder andere Problem, was sich mit Futterherstellung und Erzeugung beschäftigt, ja dann einfach nur verschoben in den Blickfeld, was man dann vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Und ja, also wie gesagt, dieses Video soll mal als kleinen Aufruf dienen, eine kleine, einen kleinen Zusammentrag zu starten von dem Wissen über Keufutter, was wir als Keuhalter denn so haben. Und das würde mich eigentlich wirklich mal brennend interessieren. Also haut fleißig in die Tasten und lasst vielleicht auch den ein oder anderen Daumen nach oben da. Und vielleicht kommen wir so der Suche nach dem besten Keufutter Stand 2018 endlich mal ein bisschen in Gang. In diesem Sinn, bleibt einfach dran und freut euch auf das nächste Video auf dem Einfach-Keu-Kanal. Ciao! Wer mehr zu dem Thema Keufutter sehen will oder sich vielleicht auch an der Wissenszusammenstellung für das Thema beteiligen möchte, dem kann ich vielleicht empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, vielleicht auch das ein oder andere Video mal mit jemandem zu teilen, der daran vielleicht auch Spaß haben kann oder das ein oder andere aus diesen Videos mitnehmen kann. In diesem Sinn, viel Spaß mit euren Koi. Füttert sie ab und zu im Winter, hoffentlich mit dem richtigen Futter, zur richtigen Zeit und der richtigen Menge. Und wer eben sehen will, wie der Keufutter-Test ausgegangen ist, der schaut sich die nächsten Videos auf meinem Kanal an. Also bis dahin, ciao.